Frau Professor Lunzer, angesichts dieses Applauses braucht man das nicht zu kommentieren. Sie haben in diesem Zeitdokument nachdrücklich bewiesen, was für eine Kämpferin Sie waren, wie schwierig es war und vielleicht auch als Hinweis an jüngere Generationen, diesen Kämpferinnen verdanken wir auch etwas, was wir heute für selbstverständlich halten. Es ist bei Gott noch nicht alles so weit, wie wir es uns wünschen. Aber es ist sehr viel weiter als in der Zeit, in der Sie als Wissenschaftlerin bestehen mussten. Dass Sie sich den Humor erhalten haben, dass Sie, wie sagt man so am Land, ein gutes Mundwerk auch hatten, das war wichtig. Und ist vielleicht auch ein Hinweis für zeitgenössische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vielleicht auch den Diskurs nicht nur in der Universität zu führen, auf einem sehr soliden akademischen Niveau, sondern ihn auch mit der Gesellschaft zu führen, weil die Wechselwirkungen zwischen der Gesellschaft und der Wissenschaft sind engst verzahnt. Mehr will ich dazu als kleine Anmerkungen nicht machen, weil wir haben ein wunderbares Programm noch vor uns. Wir haben jetzt drei Zeitzeugen, die... Achso. Ich krieg dezente Hinweise aus der Regiebox. Das ist noch sozusagen ohne Horcherl, sondern nur direkt. Für jene, wo die Zeit zu weit weg ist und die sich mit unserer Fachgeschichte noch gar nie beschäftigt haben, sind hier auch noch die Namen genannt, die bei Ihren Ausführungen vorgekommen sind, damit Sie das einordnen können, damit Sie wissen, wer war Kurt Popier und so weiter, wer war Duda, hier die Institutsvorstände, wenigstens die. Andere Namen werden jetzt noch kommen und vielleicht sind diejenigen, die sich jetzt erinnern, das sind drei Personen, nämlich Manfred Bobrowski, den haben Sie hier schon ein bisschen erblickt, weil er uns technisch hier durch den Nachmittag bringt. Roland Burkhardt haben Sie noch nicht gesehen, sitzt hier. Und Wolfgang Duchkowitsch haben Sie natürlich schon wahrgenommen, werden Ihre Erinnerungen jetzt beitragen. Die am Programm auch angeführte Absolventin des Instituts Liliane Roth-Rotenhorst ist leider erkrankt und lässt sich herzlich entschuldigen. Sie wäre sehr, sehr gerne gekommen. Wir beginnen in der alphabetischen Reihenfolge. Lieber Manfred, woran kannst du dich erinnern? Sehr verehrte, liebe Frau Professor Lunzer, mein erster Kontakt mit Ihnen, meine erste Begegnung war im Wintersemester 1977-78. Damals habe ich angefangen, Publizistik zu studieren. Vorher hatte ich Kunstgeschichte, Psychologie und Romanistik studiert und habe dann gewechselt auf die Publizistik. Und gleich in Ihrer ersten Vorlesung, der Leitartikel als Zeitdokument, war ich fasziniert von der Mediengeschichte. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer großbürgerlichen Familie, in der Kunstgeschichte, Geschichte, Journalismus vor allem, Musik und Theater immer eine große Rolle gespielt haben. Auch schon im nächsten Semester, Sommersemester 78, literarischer Journalismus, Vorlesung, haben Sie faszinierend dargelegt, wie Journalismus funktionieren kann, welche Arten von Journalismus es auch gibt. Ihren Vorlesungen war immer sehr besonders für mich, dass Sie alle Bereiche gestreift haben. Musik, Theater, Kunst, Journalismus selbstverständlich, Kommunikationswissenschaft, Kommunikationsgeschichte. Ihre Vorlesungen waren für mich und für meine Kollegen, glaube ich, auch immer fast wie eine romanhafte Vorlesung. Es war unglaublich spannend
Und sie haben, so wie viele Professoren, extemporiert. Das heißt, sie sind von ihrem Vorlesungsstoff abgegangen und haben dann plötzlich ein Seitenthema eröffnet, das dann für uns natürlich besonders spannend war. Ich kann mich auch noch erinnern, dass sie auch immer entgegen den üblichen Usancen einer Vorlesung damals das Auditorium mit einbezogen haben. Normalerweise kann ich mich erinnern, in der Kunstgeschichte damals beim Professor Filitz, wenn da nur einer in den 90 Minuten eine Frage gestellt hat, dann wurde er sofort ermahnt und sollte auch gleich hinausgehen, weil den Professor zu unterbrechen, das ging gar nicht. Aber Sie haben das Auditorium bewusst aufgefordert, Sie haben Fragen an das Auditorium gestellt. Ich kann mich sehr lebhaft erinnern, meistens hat es begonnen, wissen Sie eigentlich? Und dann wurde man gleich einmal ein bisschen abgeprüft, ob man etwas weiß. 1978, 79 Wintersemester Parteienjournalismus, erster Teil. Dann habe ich auch noch inskribiert Arbeitsgemeinschaft, historische Flugschriften und schon das erste Forschungspraktikum. Sommersemester 79 Parteienjournalismus 2, ein historisches Seminar, vierstündig. Ich habe eine Arbeit geschrieben, die Bildungs- und Reformbestrebungen des 18. Jahrhunderts, habe ich heute noch im Durchschlag. Und ganz besonders war, dass Sie eigentlich jedes Semester am Beginn der Vorlesung erwähnt haben, was wir alles lesen müssen und kennen müssen. Also, Sie müssen selbstverständlich lesen, die Presse, die Salzburger Nachrichten, den Kurier, die Kronenzeitung, die Vorarlberger und so weiter. Sie müssen natürlich das Profil lesen, ja, Wochenpresse und so weiter und natürlich Zeit im Bild 1, selbstverständlich und ganz wichtig, Österreich 1, das Mittagsjournal. Uns ist dann meistens der Mund offen geblieben, weil wir uns gefragt haben, wie soll man das zeitlich alles bewältigen, aber damals ist das noch viel einfacher gegangen, weil es hat noch keinen digitalen Schnuller damals gegeben. Wintersemester 79-80, Forschungspraktikum, historische Abteilung wieder. Ich habe eine Arbeit geschrieben über Bildung und Erziehung der Frau im 18. Jahrhundert in den moralischen Wochenschriften, Broschüren und pädagogischen Schriften. Damals hat es auch schon begonnen, da wir oft ein sehr kleiner Kreis waren, wir waren zwischen 5 und 20 oft, also sehr klein, dass wir mit ihnen ins Kaffeehaus gegangen sind und dass dort fortgesetzt wurde. Das hat natürlich eine ganz andere, sehr persönliche Atmosphäre gehabt. 1980 Zeitschrift und Gesellschaft, Vorlesung, dann wieder ein Forschungspraktikum. Ich habe eine Arbeit geschrieben, der Leser in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. So ist das dann weitergegangen bis zum Wintersemester 80-81. Am 6. Dezember 1981 ist plötzlich der Institutsvorstand Professor Papier leider verstorben und Sie wurden Institutsvorständin. Und ungefähr in dieser Zeit, Sommersemester 81, haben Sie mir plötzlich die Frage gestellt, ob ich mir vorstellen könnte, hier am Institut historisch, medienhistorisch zu arbeiten, mit Ihnen zu arbeiten. Als Assistent vielleicht, also Posten, fixe Posten hat es da keine gegeben. Und das hat mich natürlich sehr gefreut und ich habe auch damals schon begonnen, an meiner Dissertation zu arbeiten. Wintersemester 81-82 wieder Forschungspraktikum, historische Abteilung, vierstündig und Privatissimum für Dissertanten. Das war eigentlich damals auch Pflicht, also das war jetzt da keine Privatveranstaltung, sondern das war da eine sehr intensive Betreuung der Dissertation. Ich habe dann meine Dissertation geschrieben, das Wiener Intelligenzwesen und die Lesegewohnheiten im 18. Jahrhundert. Wobei man dazu sagen muss, Intelligenzwesen hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern mit dem Anzeigenwesen, das damals auch schon aufgekommen ist. Dass es kleine gezeichnete Anzeigen im Wienerischen Diarium zum Beispiel gegeben hat. Sommersemester 82 ist es dann wieder weitergegangen mit Dissertantenseminar, Privatissimum, Forschungspraktikum. Dann war ich mit meiner Dissertation fertig und das Prüfungsreferat der Grund- und Integrativwissenschaftlichen Fakultät hat mir einen Brief geschrieben, ich habe ihn hier,
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Dissertation am 5. Juli 1982 approbiert wurde und Sie daher zu den Rigorosen zugelassen werden können. Das ist jetzt an sich nichts Besonderes, aber auf der Rückseite ist das Besondere. Ich habe im Übrigen hier mein Studienbuch und sämtliche Inskriptionszetteln mit bezahlten Beiträgen der österreichischen Hochschülerschaft natürlich. Und auf diesem Zettel, hier ist er zu sehen, wenn man den umdreht, da steht geschrieben, Porto beim Empfänger einheben. Ein frühes Zeichen über die Armut der Universität. Und ich musste damals 5 Schilling in den Postkasten für den Briefträger hinterlegen. Am 14. Dezember 1982 wurde ich dann promoviert und ich habe dann sehr schnell am Februar 83 bis Mai 83 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Ihnen beginnen dürfen, und zwar im Rahmen des Akademikertrainings. Das war damals ein Programm des Arbeitsamtes, wie es damals so schön geheißen hat, für arbeitslose Akademiker. Jedoch musste da erfüllt sein, dass es die Möglichkeit gibt einer Anstellung. Und die hat es gegeben, weil ungefähr in dieser Zeit ein Assistent und Mitarbeiter des Instituts weggegangen ist, das war der Dr. Ulrich Vogt. Und ich konnte dann 1983, am Ende des 83er Jahres, als halbbeschäftigter Assistent beginnen. Die andere Hälfte hat dann der Klaus Leuker bekommen. Und zuerst saß ich natürlich als Assistent mit Ihnen in Ihrem Zimmer, weil im neuen Institutsgebäude hat es selbstverständlich Platzmangel gegeben. Einige werden sich dann noch erinnern können. Und wie Sie dann emeritiert wurden, saßen dann Leuker, Hannes Haas und ich in einem Zimmer mit 2 mechanischen Schreibmaschinen. Liebe Frau Professor, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mich an Bord des Ozeandampfers Universität Wien geholt haben. Lieber Manfred Bobowski, ganz herzlichen Dank. Ihr macht es mir auch die Moderation einfach, weil ihr ja ohne dies auch aus eurem Leben erzählt und da wird dann klar, was alles, wofür alles ihr verantwortlich seid, gewesen seid hier am Institut und immer noch seid. Der nächste im Bunde ist der sehr geschätzte Roland Burkhardt. Du fühlst dich ja immer noch hier zu Hause, hoffe ich. Wenn du das sagst, dann wird es so sein. liebe Frau Professor, liebe Katja, lieber Dr. Orta, liebe Festgäste. Ich bin zwar im Alphabet der Zweite, aber vom Alter her der Erste. In unserer Reihenfolge, ich gehe noch weiter zurück, aber es geht schneller bei mir. Keine Angst. Ich habe, Frau Professor, begonnen, ich weiß es gar nicht mehr genau, 1970 oder 71, nachdem ich den Präsenzdienst abgeleistet hatte, bin ich schnurstracks, nachdem ich zu einer Zeitung wollte und eine Tante gesagt hat, da kann man was studieren, bin ich da aufs Institut gekommen, das war hochinteressant. Und ich bin in den Hörsaal gekommen, da saßen Sie und wir haben jetzt gehört, wie Sie Vorlesungen gehalten haben. Die waren vom Temperament her ganz ähnlich. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht warum, ich erinnere mich an eine Passage. Sie haben damals die Märzrevolution 1848 besprochen. Das war für uns in der Medienbranche eine ganz wichtige, ist bis heute eine ganz wichtige Zäsur, weil da ist ja Zensur und Pressefreiheit auf dem Spiel gestanden. Und dann haben Sie lebhaft erzählt, was da passiert ist und immer so konkret, wie Sie geworden sind und so plastisch, haben sie erzählt, Duvora und Häfner, die sind mit der Kutsche durch Wien gefahren und haben die Republik ausgerufen. Und sie haben das so lebhaft erzählt, bin da ganz hinten gesessen, habe mich umgedreht, ob jetzt die Tür aufgeht und die Kutsche kommt rein. Das war unglaublich und ich habe gedacht, da bleibe ich.
Das war spannend, das war wirklich zum Mitreißen. Und viele solche Vorlesungen habe ich gehört. Ich bin aber dann gewechselt in die sogenannte moderne Abteilung. Es gab ja zwei Abteilungen, nicht? Die historische, die haben Sie sozusagen, die gab es informell. Es gab ja von der Universität, das war ja alles für euch nicht vorstellbar, unorganisiert eigentlich. Und man hat sich da durchboxen müssen und durchkämpfen. Das haben wir alle hinter uns. Und ich bin dann in die sogenannte moderne Abteilung gewechselt, habe dann dort, weil unser Fach sich langsam so Richtung Sozialwissenschaft entwickelt hat, mich dort wohlgefühlt einiges versucht zu machen. Und wie ich so mittendrin war, immer wieder Vorlesungen vorbereitet, teilweise für den Popier in Veranstaltungen gegangen, weil er nicht kommen konnte und so weiter. Und Bobrowski hat es gerade erwähnt, er ist dann 1981 verstorben. Und dann waren Sie Institutsvorstände. Und auch daran erinnere ich mich noch unglaublich, ich habe das im anderen Rahmen schon ein- oder zweimal erzählt, es war so immer am Montag um 3 Uhr Nachmittag war Ihre Zeit, wo Sie zu einer Institutssitzung eingerufen, die haben Sie einberufen. Da sind Sie wie ein Wirbelwind aufs Institut gekommen, sagt, so, wo sind alle? Und wenn Sie mich gesehen haben, haben Sie gesagt, was ist eigentlich mit Ihnen, Herr Burkhardt, tun Sie sich nicht ein bisschen habilitieren? Und ich war da mittendrin, und haben mir gedacht, ja interessant, warum eigentlich nicht? Und habe an einem Buch gearbeitet, mir ist vorgeschwebt, man könnte eigentlich diese Disziplin, die ja von der Zeitungswissenschaft sich entwickelt hat, in Deutschland waren da große Vorbilder schon, die könnte man eigentlich vom Begriff der Kommunikation her aufdröseln und da so ein Fundament bauen. Und das ist mir irgendwie vorgeschwebt. Ich habe nie gedacht, dass daraus eine Habilitation oder ein Buch wird. Es ist dann ein Buch daraus geworden. Sie haben dann 1983, wo ist mein Schummelzettel? Also eigentlich waren Sie da, vor nunmehr 36 Jahren, bitte. Ja? Vor 36 Jahren, Sie waren gerade junge 64 damals, haben Sie mich gedrängt, reichen Sie das jetzt ein, haben eine Habilitationskommission zusammengestellt, der Professor Wern hatte auch heute unter uns, war der Vorsitzende und die Habilitation wurde anerkannt und das war sozusagen mein Einstieg nach einer Assistentenzeit in die Universität. Es ist aus dem Buch, wie viele wissen, tatsächlich was geworden, ich hätte das nie geahnt, drum sage ich immer, Sie sind eigentlich der Anstoß gewesen, dass es so weit kam, dass dieser Stein ins Rollen kam. Ich sage immer, Sie sind meine Dozentenmutter, weil man hat damals, wenn man habilitiert hat, den Titel Unifdoz bekommen, also Universitätsdozent, heute heißt glaube ich Privatdozent. Und das war eigentlich der Beginn meiner Laufbahn, die ich mehrheitlich hier in Wien verbracht habe. Und es hat mehr als Symbolcharakter, dass ich die Gelegenheit ergreifen kann und heute habe, dass ich Ihnen zum 100. Geburtstag die im heurigen Frühjahr erschienene 5. Auflage meiner Kommunikationswissenschaft überreichen kann. Mit selbstverständlich vielem Dank, dass Sie sozusagen, es ist ungewollt mein Lebenswerk geworden. Ich habe schon noch was anderes auch getan, aber das ist ja Segen und Fluch zugleich. Man muss immer wieder schauen, dass man es aktualisiert und ich habe das nach Kräften wieder gemacht. Nochmals danke, danke, alles Gute, herzliche Gratulation und nicht trennbar miteinander verbunden durch diese Sache. Vielen Dank, alles Gute, herzliche Gratulation.